Hallo. Oh Gott, jetzt rede ich wie Reni. Hallo. Das sollte gar nicht so sein. Okay, ich habe euch einen Valentinslook geschminkt und hier ist leider der Eyeliner-Strich nicht so schön geworden, der Lidstrich. Ja, das ist bei mir leider immer so, wenn ich links den Lidstrich ziehe, dass das nicht so toll wird, aber rechts hat es geklappt. Ja, okay, das ist der Valentinslook, den ich jetzt immer im Kopf hatte für den Valentinstag. Ich werde vielleicht auch noch einen anderen machen, wenn ihr möchtet, wenn ich es auch zeitlich hinkriege. Und was macht ihr eigentlich am Valentinstag? Also ich glaube, mein Freund und ich machen wie immer gar nichts. Wir haben da noch nie irgendwas gemacht. Wir haben irgendwie nicht so diese Tage, die wir dann wahrnehmen. Wir sind an Geburtstagen dann zusammen und so, ist ja klar. Aber ansonsten treffen wir uns auch so ganz normal. Wir haben da jetzt am Valentinstag irgendwie noch nie irgendwas gemacht. Könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr dann so macht, wenn ihr was macht. Oder ob ihr das handhabt wie wir und irgendwie ein Tag wie jeder andere. ja, viel Spaß mit dem Tutorial. Und übrigens, ich bin voll krank. Also vorneweg, ich werde es auch im Video nochmal sagen, aber... ja, ich bin die ganze Zeit am Schniefen, am Schnupfen, am Reden und so. Deswegen nimmt es mir nicht übel, aber ich kann nichts dafür. Okay, trotzdem wünsche ich euch jetzt viel Spaß und tschüss. Nein, nicht tschüss, viel Spaß. Okay, hier könnt ihr nochmal das Auge sehen, wie es am Ende aussehen soll. Und ich nehme jetzt als erstes eine Base. Ich nehme jetzt von dem NYX Eyeshadow Pencil in Milk etwas auf das Auge. Und das sieht immer sehr, sehr viel aus, was man da nimmt. Ich habe auch mal früher gedacht, als ich so Videos gesehen habe, oh mein Gott, was klatscht die sich denn da jetzt alles zu? Aber das ist echt gar nicht so viel. Das sieht immer verdammt viel aus, wenn man das so auf das Auge macht. Ich verstreiche das jetzt mit dem Ringfinger. Überall. Auch im Innenwinkel. Unten ein wenig. Und dann nehme ich jetzt erstens diese Farbe hier. Und das trage ich dann eben auch im Innenwinkel auf. Oh, die Kameraeinstellung ist ganz schön scheiße. Den hier. Dieses hier unten in die Lidfalte. Den Ton. Das ist ein Highlighter. Tut mir leid, die Kamera. Also ich nehme jetzt den hier. Und es gibt auch Leute, die nehmen den hier zum Highlighten. Aber ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, der schimmert grünlich. Also wenn ihr nicht unbedingt grünen Schimmer als Highlighter haben wollt, solltet ihr lieber... den hier oben nehmen und nicht den hier unten, dieses helle, und pack das unter meine Braue und damit verblende ich auch so ein bisschen den Lidschatten. Das hier ist der Blenderpinsel aus dem Very Croc Set und da packe ich meinen Brush Guard drauf von Coco und mache das hier so ein bisschen enger, so. Damit nehme ich jetzt hier von dem Braun etwas auf, das hat so ein ganz bisschen goldenen Glitzer, nochmal hier ganz konzentriert an diese Stelle. Um das einfach zu vertiefen, so ein bisschen hier runter. Also ich verstreiche das so ein bisschen in das Rosa, also in das Matte und packe mir das hier unten hin. Hier diesen Stift von Catrice aus der Nude Sensation. Und nehme erstmal die dunkle Seite und ziehe das hier nochmal so ein bisschen nach, damit es nochmal ein bisschen intensiver und dunkler wird. Ich gehe aber nicht bis ganz nach vorne, nur hier so. Und dann verstreiche ich das so ein bisschen mit dem Finger. Ich finde, das geht immer am einfachsten. Oh, entschuldige meine Nase. Und jetzt nehme ich die helle Seite und trage das Ganze auf der Wasserlinie auf, um das Auge zu öffnen. Und ich heule immer direkt dabei, weil mein Auge voll empfindlich ist. Nehme ich einen Eyeliner, so einen Stift, das hat hier so eine Filzspitze. Der hier ist jetzt von Ico. Die haben mir nochmal was zugesendet, dazu kommt auch nochmal ein Video, also ich habe den hier kostenlos bekommen. Und ja, ich schreibe euch, also ich mache euch noch ein Video dazu, ich muss erstmal die Sachen ein bisschen testen, bevor ich euch da mehr zu erzähle. Aber ich kann euch schon mal sagen, den finde ich ziemlich gut, deswegen nehme ich ihn jetzt auch. Und damit mache ich mir jetzt einfach einen Lidstrich. Okay, ich habe es versucht, wie ihr seht, es ist irgendwie ziemlich krumm geworden, ich kann das immer links nicht. Rechts habe ich es besser hingekriegt, am besten ich mache in Zukunft immer
das Tutorial mit rechts. Also, da ist die Linie ganz gut geworden. Ihr müsst jetzt eigentlich nur noch eure Wimpern biegen. Oder Wimpernzange. Und Mascara draufpacken. Wer es wissen will, ich benutze hier die Mascara von UMA. Unten auch noch. Okay, die Wimpern sind getuscht und das Ganze sieht jetzt so aus. Meine Nase. Ich habe auf den Lippen noch was aufgetragen. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht. Das ist von NYX oder NYX, der T-Rose. Ja, T-Rose. Und das ist so ein Ton hier. Und ich finde den total schön. Den könnt ihr bei Cambry oder Cherry Culture im Ausland oder wo auch immer bestellen. Oh. Auf den Wangen habe ich auch was. Und zwar von der Nude Sensation. Das hier, das ist der Coral Pink. Und der sieht so aus. Habe ich nur ganz leicht aufgetragen. Und dann habe ich noch ein bisschen Bronzer drauf von Essence für Blondies. Ja. Das war's. Ja, das war mein erster, vielleicht kommt noch einer, Valentins-Look. Ich hoffe, der gefällt euch, auch wenn ich jetzt irgendwie so total im Halbschlaf geredet habe. Und ja, ich bin leider krank. Ich reiß mich vor der Kamera für euch zusammen und trotzdem höre ich mich an, wie einmal durch den Mixer gemixt. Ja, okay. Ich hoffe, es gefällt euch. In echt sieht es viel schöner aus. Außer die Seite natürlich, jetzt weil ich so gematscht habe. Naja, okay. Das Video ist bestimmt viel zu lang und dann sage ich auch nur noch Tschüss. Tschüss.